Gib ihm alles, Peter, grüß dich, howdy doody, willkommen zurück zu einem Scheißdreck. Es wird wirklich ein Scheißdreck. Nein, nicht unbedingt. Für die, die letzte Episode gesehen haben, er macht jetzt den da. Ja, ich mach jetzt den da. Und den mach ich er spielt jetzt. Ich war ja letzte Episode, wo er dann doch übernommen hat, weil es mich nicht gefreut hat, den am Stern machen. Den mach ich funky Switch Guy. Komm mit, na lam. Jedes Mal, oder? Ja. Jetzt hast du mich wirklich Octo-Armee. Ja. Weil du gesagt hast, Galumba. Galumba sind die fucking Gumbas, die auch schon wie. Bist du irgendwas? Galumba klingt so wie diese Musik, Kalimba. Was? Ich kenne nur Kalimbri. Das ist ein Musikinstrument, oder? Nein. Ich weiß nicht mehr, aber was es gegeben hat. Entweder das war auf irgendeinem Handy oder vom PC. Nein, ich glaube, Kalimba war die auf den meisten Windows-PCs vorinstallierte Musik, die du anhören kannst. Ist der. Ah, ich stimmt, das ist recht. Das ist Kalimba. Das ist recht, ja. Eben, und das, daran denke ich, wenn ich Galumba her. Galumba. Kalimba. Das ist ja irgendwie eine schlimme Beleidigung. Du bist ja fucking Kalimba, Alter. In welcher Sprache? Wir sind jetzt südostasiatisch. Also Japan? Japan? Also Japan und China? Das ist Arschkissen, danke. Ach so, du meinst Ding, den riesen Stadtstaat da, Kinoa. Kinoa. Wirbelwind. Das ist Wirbelwind. Das ist der Konoa-Wirbelwind. Der Quinoa-Wirbelwind, Alter. Quinoa ist, ist die Reissorte, Alter. Ne, ist es Reis. Das ist das mit den komischen braunen Bröckeln. Ja, oder? Schwachsinn. Eigentlich voll geil, ich mag's. Es schmeckt wie Reis. Ja, es ist. Wo haben wir letztens, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darüber geredet haben. Ich hab's beim Indigo gegessen, das ist echt nicht schlecht. Nein, Quinoa ist nicht schlecht. Ich mag lieber als Couscous. Hey, Peter, first try. Ja. Zwei Minuten. Ja, und ich so halbe Folge. Warum bist du auf alle draufgesprungen? Weil ich mir gedacht hab, das führt mich zum Sieg. Hab ich mir gedacht. Ich habe gedacht. Wow, warum haben wir jetzt ein Leben gekriegt? Oh, keine Ahnung. Ach so, weil wir über 100 Münzen wieder gehabt haben. Ja, Schnittmünze, Sternstaub. Sternstücke, Sternstaub ist ja, das Pokémon. Ja, Peter. Ja, ist ja wurscht. Ja, ist geil. Vorhin in der 16 Nummer die letzte Welt. Skyrim lässt uns lachen. Nee, viele nee, kleine Sachen. Komm ist zum Beispiel da. Mann, der Dovahkiin ist guter Mann. Dovahkiin macht viele Scheiße. Okay, das wird ein lustiges Level, Freunde. Ich sag's euch, das schaffe ich beim First Try nicht. Hey, jo. Holoch. Mama. Hola, meine Freunde, ich bin der Mann, der Ganja macht. This is the story about the man called the Ganja Man. Okay. Der Ganja Man ist auf dem Thumbnail von Bloodborne Part 4. Ist das Bob Dylan, oder? Nein, das ist, kommt dabei raus, wenn der Ganja Man gut ist. Also, nein, den Ganja Man habe ich nicht genommen, ich habe einen grasrauchenden Schlumpf genommen. Ja, das ist Bob Erickson. Ja. Woher kennst du den jetzt schon wieder? Fei. Das ist ganz viel Fei, ja. Voll. Tada, voll, Pata, voll, Sponschka, voll. Leg mir Marsch voll. That's how you do it in the Ziod, Bupf. Tschick, tschick, tschick. Fuck you, Alter. Nimm den Scheißdreck und lass die da Orbi bohren. Ich bohre mich. Ich bin Borat. Borat sich in die. Borat. Und da, Borat. Mustafa mag Mus. Mustafa isst gerne Mus, denn Mustafa mag Mus. Hey! Ding-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong. Alter, kann es sein, dass das die ärgste Abkürzung ist, die ich jemals gefunden habe? Hallo, Jungs, jetzt einmal ganz ehrlich. Kann es sein, dass du da einfach gerade am Verkacken bist, weil. Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Was ist jetzt die Abkürzung? Die da. Warte, jetzt sag's da. Ja. Damit haben wir sehr viel abgekürzt, auf jeden Fall. Ja. Fein nice, Peter. Fein nice. Und du glaubst, die mag keine Abkürzung, ne? Mhm. Schau mal, das Rauschen, weil das ist von der Lava bestreut. Ah, da ist nix. Ah, Tschernobyl. Sind die in Tschernobyl auch von Lava bestrahlt? Oder von... Radioactivity. Ja. Oh, fuck!
Den habe ich nicht gesehen. 234, Alter. Aber ich glaube, es war nicht 234. Ich fick mich. Und dann machen wir wieder anfangen, hä? Ah ja. Oh, Gay Sex. Bist du deppert? Baby fuck mit G-Sex, Alter. Baby fuck mit G-Sex, das ist auch fuck. Ja. Das ist nice. Ich habe in, Fractured Butthole habe ich irgendwas, ich glaube eine DNA-Probe von Baby Fuck mit G-Sex gefunden. Echt? Ja, ja, aber das ist nur, das sind so diese Arsch-Objekte, die dann zu entweder Gefahrengut oder was immer werden. Ah. Also die ja, ja, nichts Spezielles sind. Ja, weißt du, das ist schon geil, das sag ich dir gerne. Ja. Ja, ich glaube, da waren noch viel mehr gewesen, aber ich habe da nie drauf geschaut. Ja. Das ist so wie bei Ready Player One. Mhm. Geht's darum, dass wir Easter Egg finden. Das Easter Egg ist wirklich einfach ein scheiß Osterei. Steven Spielberg, Freunde. Der Mann lernt jetzt. Schauen wir uns den jetzt eigentlich an. Am 5. April. Wirklich? Naja, er kommt am 5. April raus. Okay, ja, aber das sind doch keine Leute, die gleich am ersten Tag ins Kino werden. Oder? Oder haben wir uns verändert und die waren nicht dabei? Wir haben uns ziemlich verändert seit dem letzten Mal. Okay. Letztes Mal war übrigens, Freunde, Blue Punta. Black Panther. Black Panther ist ziemlich mittelmäßig. Ich mag Black Panther. Echt? Ziemlich nicht schlecht. Ein bisschen mittelmäßig, unteres Mittelmaß. Mehr ja. So in Richtung. Nicht Kino-wert. Naja, ich mein. Das ist nicht okay, Peter. Peter Russ. Peter Russ, das ist vielleicht okay. Peter Russ. Mother Russia. Mother Rami. We're going down. I'm yelling, oh, Lava! Ja, gut. Kann man machen. Jetzt hat's auf 1 Minute Abi geschlagen, hast du das gesehen? Ja. Wo ist denn der nächste Läuser? Das geht sich schwer aus. Die Dings sind weg, die Kugel will ich, damit wird's ziemlich einfach, muss ich sagen. Eben, aber die sind komplett weg. Ja, die sind tutti completi weg. Tutti completi paparazzi. Das ist scheiße. Bei der Brücke war nicht da, ich mir gedacht, what the fuck. Ganz kurz haben wir noch was. Wieso sind wir immer noch da? Und jetzt holst du Joshi. Weißt du, weißt nur, wie scheiße das war, oder? Wie ich das gemacht habe. Das war eine Scheiße. Das ist der Fuck mit den verschiedenen Brücken. Ich weiß. Ja, nicht Brücken, Dings halt, diese bewegliche Plattform schwuchtel. Ich was? Ja, sag's mal. Easy peasy. Lemon squeezy. Er wollte nicht springen, aber ich wollte. Warum haben sie ihren Bruder umgebracht? Er. Lass ihn, er wollte nicht springen, wie ich wollte. Holy shit. Wieso kommst du da gleich auf irgendwann zu töten? Weiß ich nicht, weil es klingt wie so eine richtig schlimme Ausrede für irgendwas. Na, hör auf! Hör auf! Geh da weg! Scheiße, der Zeit. Der Zeitkomponent. Ja, der Zeitkomponent ist kack, weil ich kein Yoshi mehr gehabt habe. Mhm. Komm. Ich glaube, das kostet die dann aus. Ja. Kannst du sicher sein, der wird verpfändet. Oh, Baby. Oh, Scheiße. Mit dem werde ich Geld machen. Oh, kacke. So, und wo ist jetzt das Problem? Mit deinen komischen Brücken. Ja, da kommt dann nur die Schwule. Ah, die schwule Brücken. Na, der schwule Mann, der dann Arm macht. Und wenn du kein Joshi hast, hast du ein großes Problem, weil jetzt schaffst du es nicht mehr. Sicher. Nicht. Doch. Du brauchst da Joshi. Ich brauch Joshi nicht. Ach so, stimmt, aber du bist trotzdem ja, gut. Ja, ich hab trotzdem verkackt, aber ich brauch Joshi nicht. Ah ja, fix me. Oh, da gibt's so einen Speicher. Oh, das ist geil. Das Problem ist, das ist das letzte Leben. Das heißt. Naja. Wenn du jetzt stirbst, sollen wir wieder am Anfang. Willst du noch sagen? Am Anfang der Episode. Ja, genau. Das heißt, die Leute schauen bis dahin und dann fahren wir sonst wieder vor. So, what the fuck. Warum springt der manchmal nicht? Der Mann macht mich so fertig. Das ist trotzdem der Grund, dass du deinen Bruder umbringst. Warum springt er manchmal nicht? Das schaffst du nicht. Nein, nicht. Keine Chance mehr. Das ist auch interessant, das habe ich nicht gewusst. Oh, Gameufa. Gameufa. Hey, ich bin fett. Schon langsam morgen nicht mehr, glaube ich.
So, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Episode nicht unbedingt, weil es ist nicht immer annähernd Zeit. No. Fuck, okay, das heißt, ich mach's nochmal. Gibt's da einen? Nein, das ist der letzte Komet dabei. Alter, jetzt fällt da nur ein ganz normaler Stern. Ja, da. So wie da. Na, fuck. Wir waren ein bisschen fahrlässig, ne? So wie wenn du so mit dem Auto fährst und dann ist da so ein kleines Kind und du freust einfach. Minu! Macht's dann, weil dann kommt die Rettung. Aber naja. Nein, dann kommt das hilft. Oder die Popolei. Das Bestattungsunternehmen kommt dann. Ja, die ja. Aber die haben keine Sirene. Zum Glück, ja. Jetzt würde jeder gern, dass du ein Kind überfahren hast. Stimmt, weil Bestattungsunternehmen holen ja nur überfahrene Kinder ab. Theoretisch nicht, aber praktisch manchmal schon. Nein. Tahina. Ich mag Spiele und Serien und Filme, die sie Michael Jackson lustig machen. Wow! Ist halt leider wirklich so. Gibt's da wirklich Filme? Date Movie zum Beispiel. Oh, es geht nicht hauptsächlich um Erm. Oder Scary Spiele? Movie also, 3. Stimmt, gibt's Spiele, ja. Ja, eben doch, ja. Wir wollen ja keinen über den neuen Ding. Gut, ich sag nichts. Weil wenn ich sag, was wir es nicht spoilern wollen, dann ist es so. Ein Spoiler, ja. Ja. Ich verstehe schon, ja. Ich kann mich in dich hineinversetzen, mein Freund. Genau. Überlegt einfach, was ich in letzter Zeit so gespielt habe und dann. Wolfenstein, da machen sie sich auch mal Michael Jackson lustiger. Das ist so, der Michael Jackson. Eigentlich hat das Spiel in Wirklichkeit. Der Codename von dem Spiel war Michael Jackson ist scheiße oder so. Das steht in die Enigma-Protokolle drin. Ja. Von Bethesda. Bethesda so. Bin nicht unbedingt der Fan von ihm gewesen. Ich bin's immer noch nicht. Also Bethesda ist ein Typ anscheinend. Ja. Seit meisten. Michael Bethesda. Warum muss ich... das war ein Fehler. Dong. Homer Simpson. Ist mein Daddy-Kopf. Dein Daddy-Kopf. Daddy, bitte hilf mir. Danny, das geht sich nicht aus. Ja, Danny DeVito schafft es. Danny DeVito. Super Bowl. Kennst du die andere Werbung, wo er M&M ist und dann wieder zum Menschen und da ist es Danny DeVito und dann wieder von dem fetten Lastwagen gefahren? Ja. Er ist brutal. Brutal Danny DeVito. Traktor. Er ist stark wie Traktor. Bist du dir das jetzt einsparen oder? Stark wie Panzer. Oder müsst ihr nur sagen, dass sie das Video schauen sollen? Ich weiß nicht, ob ich es einspielen soll. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ja, ja nicht. Es ist schon gut. Aber nicht so gut. Schon. Ja doch, ich weiß ein. Jetzt. Boah, ist der gut. Hast du das gesehen? Hat man einfach zugehauen, dieser Wichser. Josh Moa. Negroni. Daniel. Negroni. Es klingt, als wäre einfach Mr. Puppy warte und so. Damn, that's Daniel Negroni from the TSDS. Oh, wee. Fuck, jemand auf der kommt das erst auf der anderen Seite. Ja. Kann es sein, dass das random ist? Ja, das ist ganz schön random. Ich glaube, das ist nicht random, das ist das, wo du bist. Ja. Das heißt, das ist. Und du hast mit mir letztes gesagt: Hä, bist du Spaß, du bist nicht gleich umgegangen. Joshi. Joshi, ich sag, du brauchst den. Ich sag, du brauchst den. Was tust du? Du warst der Abfucker, Mann. Wirklich? Ja, der war gerade hochgefahren. Ich glaube, der war weitergefahren. Er ist weitergefahren, man hat es gesehen. Oh, also brauche ich Joshi nicht wirklich. Du brauchst Joshi nicht wirklich. Ich dachte, ja, aber jetzt verstehe ich es. Fuck. Aua. Du hast recht, ich hab's nämlich gerade ganz... Oh, fein. Feines eines. Aber das ist eine Kacke. Die Zeit ist so knapp. Ja, eben, wenn es da... Stirb. Das ist voll assi von einer.
Das ist voll assi von einer. Ja. Weil, wie soll ich das in 30 Minuten so schnell schaffen? Ey, du Schwachsinn, du musst jetzt einfach perfekt, du musst da um. Wie soll ich das in 30 Minuten? Du könntest da den Yoshi bei die Hammerbrüder holen und sparst dann den Weg da um. Ja. Oh nein, kannst du nicht. Ja, kennt die. Kennt die wirklich, ja. Gute Idee. Gute Idee, Patrick. Gute Idee, Patrick Star. Danke, danke. Ich weiß, ich bin der Star von Seahawk, aber ich will dir natürlich auch ein bisschen das Rampenlicht sehen. Was wird. Wie kann das passieren? Wer hat das bestellt? Wer will Geld? Ich will Geld. Ist das Bohemian Rhapsody? Ja. Ich bin richtig behindert. Habe ich ja umgebracht, die habe ihn nicht umgebracht. Nee, deswegen bleibt die Tür zu. Das ist nämlich die Gefängnistür. Und da kommst du nur ins Gefängnis, wenn du ihn umbringst. So scheiße. Bitte guck den nicht wieder an. Nicht wieder! Nicht wieder! Nicht wieder! Das kann dir wurscht sein! Das kann dir so wurscht sein! Oh my god, fuck me! Das kann dir so scheißegal sein, Peter, da klappt der Gott! Das war das Schwester, ja, guckst du dir schon auf den Bock, Alter, du Bock! Ich box nicht! Jetzt gib mir einfach bitte einfach was. Fuck yes. So, the last try. The last try. Dann haben wir es geschafft. Das war fertig mit Mario Galaxy. Dann ist vorbei. Dann lassen wir Mario Galaxy Galaxy sein. Oh, du bist doch ganz nett, das Spiel. Soweit und ich komm ganz gut mit dir aus. Sei wie du bist. Bleib wie du bist. Sei was du bist. Das schmeckt einfach nicht! Du Fixer, Alter! Du verfickstes Arschloch! Mama, du hast nicht lieb, dieser Bumerang fliegt! Ich nehme dich mit! Das geht sich nicht mehr aus! Du bist ein Arschloch! Du bist ein Arschloch! Oh, das war meine Hand! Risiko! Scheiße, Mann, Alter! Was, es geht schon wieder? Was ist? Okay, warte mal. Jetzt mal klatschen und ich mach schnell. Wir sind zurück. Howdy, du die Freunde, wir sind wieder da, ich bin ein Wolkenmensch. Easy fuck. Ja, ist wurscht eigentlich. Freunde, wir spielen als nächstes Ni No Kuni auf unserem Kanal. Ni No Kuni 2, wenn wir genau sind. Weil das ist gerade rausgekommen. Ziemlich geiles Spiel, muss ich sagen. Ich hab's schon ziemlich. Du redest mittlerweile so oft davon, dass wir das auf unserem scheiß Kanal spielen. Ja, weil du so oft Nino Nino sagst. Ja, weil ich die Rettung oder irgendein anderer Alarm bin. Der Rettungsalarm oder was? Ja. Das ist, wenn irgendwer Bett ist, wenn die Rettung auf einmal kommt. Ah, das ist der Alarm. Hallo, pass auf, da kommt die Rettung. Und dann fuck, da kommt die Rettung, weg da. Warte mal, die Sirene von der Rettung ist eigentlich nur dafür da, dass die Leute nicht von der Rettung überfahren werden, oder? Ich glaube. Wow. Wow. Weil sonst macht es irgendwie keinen Sinn, oder? Weil der Typ, yeah, der braucht ja nicht unbedingt her. Oh, da kommt die Rettung. Ich meine, der Typ, der die Rettung ruft, kennt ja schon einen. Boah, da kommt die Rettung, geil. Aber es war im Prinzip mal wurscht, oder? War geil. Boah, das ist geil, Junge. Boah, das ist geil. Pascal, Alter, pass auf. Du bist so ein Arschloch. Ja, oh, ich rede nicht mit dir, ich rede mit Josh. Ich kann ihn einfach nicht kontrollieren, Mann. Er ist nicht unter meiner Kontrolle, nicht komplett. Das ist nicht genug Orden für ihn. Ja, genau. Weil Josh ist ein Pokémon. Er ist ein gutes Pokémon. Jim Pokémon, ja. Jim Pokémon. Was mache ich jetzt? Ich mache als erstes das. Steigt er auf hier und geht dann da weiter. Und gehst dann da um. Mama, wow, fuck, ich war oben! Das geht sich aus! Ja! Oh! Bubu Jeffries! Das muss ja weiterfahren, weil der Yoshi bringt mir ja dann auch da her. Bubu Jeffries! Ja, Bubu Jeffries, leck mir am Arsch! Ja! Wir sind Sieger der Herzen. Oh ja. Und voller Schmerzen mit Kerzen bringen wir unsere Herzen zum Leuchten. Mit Scherzen.
Puppherzen. Puppherzen. Strauchel mir doch die Puppherze, bist du deppert. Sehen wir uns in der nächsten Episode von Mario Galaxy 64.